Hallöchen, ihr Lieben. Der Hund und ich, wir stapfen mal wieder an Avebury rum, denn wir wollen hier etwas spazieren gehen. Und nachdem ja Beltane vor der Tür steht, dachte ich mir, zeige ich euch einen ganz besonderen Stein, der als Avebury's Yoni-Stein bekannt ist. Denn wenn wir uns die Symmetrie des Steinkreises ansehen, so wie er von Archäologen rekonstruiert wurde, dann sehen wir, dass es zwei Innenkreise gab, die männlich und weibliche Charakteristiken aufweisen. Und ich laufe jetzt gerade zu dem südlichen Innenkreis, in dessen Mitte einst ein gigantisch großer, 80 Tonnen schwerer Obelisk stand. Das muss man sich mal vorstellen, das sind zwei 40-Tonner LKWs. Und dass es ihn überhaupt gab, das wissen wir dadurch, dass im Jahre 1723 ein Antiquar diesen gemalt hat und zum Glück auch seine Maße niedergeschrieben hat, wodurch man eben jetzt das Gewicht berechnen konnte. Und Beltane ist ja ein Fruchtbarkeitsfest, wo es darum geht, eine heilige, lebenserschaffende Verbindung zu feiern. Und der Archäologe Dr. Terence Meaden glaubt, eine symbolische Repräsentation dieser heiligen kosmischen Ehe zwischen einem Himmelsvater und der Erdgöttin hier in diesem südlichen Steinkreis entdeckt zu haben, wo der Obelisk eine entscheidende Rolle gespielt hat. Leider wurde der im Laufe der Zeit zerstört und es gibt hier diesen Bodenmarker, der markiert, wo er einst stand und der ist eben ganz, ganz wichtig, denn Terence Meaden hat herausgefunden, dass zu der Zeit, als der Steinkreis von Avebury errichtet worden ist, ungefähr vor 4.500 Jahren, die Sonne am Morgen von Beltane so aufging, dass der Obelisk einen riesigen phallischen Schatten auf einen Stein geworfen hat, der eben als der Yoni-Stein bekannt ist, weil er so eine Vulva-ähnliche Vertiefung hat. Und somit war für alle Menschen damals wirklich sichtbar, wann dieses heilige Fruchtbarkeitsfest war. Denn das kosmische Drama hat sich vor ihren Augen abgespielt. Ja, leider haben wir heute keine Sonne. Ja, aber das wollte ich euch zeigen, weil es so wunderbar zur aktuellen Jahreszeit passt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Beltane-Fest. So, alles Liebe dann und bis zum nächsten Video.